Letzte Woche habe ich euch ja schon den Waschtisch gezeigt und erwähnt, dass wir dieses Jahr gerne das Bad noch fertig haben wollen. Also eigentlich am liebsten so richtig fertig, fertig, dass wir gar nichts mehr dran machen müssen. Und da habe ich euch ein paar Sachen aufgelistet und als ich dann danach wieder ins Bad gegangen bin, sind mir doch noch ein paar mehr Baustellen aufgefallen, wo ich mir dachte, Ja, es das sind noch sehr viele Kleinigkeiten, ja. könnte vielleicht doch ein bisschen knapp werden. Und jetzt zeigen wir euch einfach mal, was in dem Bad eigentlich alles noch gemacht werden muss. Gut, dann fangen wir doch gleich mal hier unten an. Genau. Da fehlt noch so eine Art Scheuerleiste. Ja, Irgendwie, ne? genau. Da müssen wir noch überlegen, wie wir das machen. Ob wir das jetzt auch mit Fliesen machen oder mit Holz. Aber im Bad wäre eigentlich Fliesen besser. Ja, schon. Bloß wir haben ja hier Übergang mit Holz und Dingens. Da weiß ich Genau. nicht, wie gut Fliesen an Holz kleben bleiben und Nur so, ne? baut also einen Montagekleber, das hält alles. Okay, gut. Also da müssen wir uns noch drum kümmern. Ja. Dann haben wir hier natürlich die Wand, die muss noch gestrichen werden. Da auch immer Kommentare kamen wegen Eckschienen und so weiter. Also alle Durchgänge bei uns, die werden mit Holz verkleidet. Dementsprechend ist das nicht so dramatisch, wenn jetzt hier ein bisschen was abplatzt oder so, weil hier kommt quasi noch ein Türrahmen rein mit einer Verblendung wahrscheinlich auch dran. Genau. Ja, apropos Holz, Verblendung. Hier oben ist natürlich der nächste Schritt. Wir müssen hier ringsherum ja auch noch überall die Deckenpaneelen mit einer Leiste versehen, dass dieser Schlitz nicht mehr zu sehen ist. Dann Ja. das Loch muss noch zugemacht werden hier. Mhm. Da hatten wir ja noch, sind wir auch noch im Überlegen, wie wir das designmäßig noch ein bisschen schöner machen können und nicht Genau. nur mit Holz. Und wir haben da ja natürlich auch noch eins, da wollte Uwe gerne so eine LED-Lampe reinmachen, Genau. dass man in der Dusche was sehen kann Ja, oder dann geht es gleich hier drüben weiter. Ah ja, Hier haben wir noch genau. das alte, also das andere Fallrohr, was aus dem Bad oben kommt. Das Da soll ja war. auch noch eine Holzverschalung drum, dass man halt das aussieht wie halt ein Balken, der darunter geht und da drin halt das Rohr verschwindet. Und dann das Wichtigste überhaupt, das Fenster. Genau, das machen wir ja heute. Aber ihr Ja. seht, da ist auch noch was. Da möchte Uwe noch eine Tür vorbauen, die auch so Genau, wird wie das genau. Also dass da, man hier auch noch eine Holzpaneele hat. Die man aber aufmachen kann, weil hier hinter sind die ganzen, ist ja der Durchlauferhitzer und halt die Hauptwasseranschluss für ne? kalt und warm Und Wasser das wollte fürs man, glaube ich, Bad. nicht zum Aufmachen machen, sondern Nee, ich zum mache das zum, Abnehmen genau, ich mache das als Paneele. mit Ne? Magneten fest und dann kann man das halt einfach sauber abnehmen und dann Genau. sieht es auch schick aus. Dann muss ja noch die Waschmaschine hier irgendwann raus. Ja, genau. Und da habt ihr im vorletzten Video schon gesehen, dass wir im Fußboden ja gleich die Wasserleitung verlegt haben, dass der dann auch nach hinten kann. Genau. Dann war eine Sache hier noch, wo wir hier an der Dusche stehen. Wir wollen den Vorhang behalten, aber wir haben hier halt immer so eine Lücke. Und wir würden gerne hier so ein Paneel ransetzen, was ein bisschen schmaler ist. Denn wir haben hier, ich weiß nicht, ob man das so sieht, Uwe, stell dich doch bitte mal kurz in die Dusche rein. Die Dusche ist jetzt nicht, oh, ich glaube, ich muss auf die Seite. Die Dusche ist jetzt nicht mega riesig. Oh, für einen reicht's Für locker. ein, ja, also man hat genug Platz. Genau. Aber wenn wir uns jetzt hier so eine Duschkabine wieder reinbauen, also dass wir jetzt hier zum Beispiel so eine Falttür oder sowas machen, dann wird es wieder alles so klein. Ja, Und und auch mit nicht. dem. Bin ich ja auch kein so großer Freund von. Deswegen ist die Idee, dass wir hier wirklich ein schönes Glaspaneel runtersetzen und auf der Seite genau das gleiche. Und da Und dann halt hat eher man, so 20 cm oder ja, so, ne? einfach nur, dass Und halt hier ein das Wasser bisschen hier wirklich auch weiter. nicht mehr rausspritzen kann. Genau, wir haben nämlich hier immer so, also ich habe immer so ein bisschen Angst, dass hier an der Stelle dann doch mal was an den Seiten, beziehungsweise hier ja auch, da ist es glaube ich sogar schon ab und zu mal passiert, dass wenn wir die Dusche halt, also wenn man den Arm so raushält sozusagen und das Wasser läuft dann über den Arm ab, dass das dann manchmal hier Genau, an dann der hier hinten in Ecke. der Ecke reinläuft und dahinter läuft es dann natürlich Genau. dann hinter die Fliesen und das soll ja nicht passieren. Genau, und Und später deswegen. wird ja hier auch Holz sein, deswegen wäre es natürlich schön, wenn da ein schöner Spritzschutz davor wäre. Ja. Damit ich jetzt das Fenster überhaupt einbauen kann, müssen wir natürlich hier den Waschtisch erstmal wieder rausräumen. Der soll ja sowieso nochmal komplett umgemodelt werden. Und wenn alles klappt, haben wir dann in dem Video jetzt auch vielleicht schon unser Waschbecken. Unser Ja, es neues. wurde gestern abgeschickt. Genau. Und eine Sache hast du noch vergessen, Uwe. Da unten die Rohre. Die Rohre. Die Ja, Rohre wollen auch noch das muss auch verkleidet noch alles werden. verkleidet werden, genau. Ja, wir haben ja hier von dort einmal unten verlegt, sozusagen Aufputz. Und da soll eigentlich auch noch eine Holzverkleidung drum. Genau. Ja. Ach ja, und eine andere Lampe. Wir haben ja noch Ja. eine. Wir haben eine ganz alte Lampe noch aus dem Haus. Ich bin mal gespannt, wenn ich die sauber gemacht habe, Wie die aussieht. ob die wirklich hierher passt oder ob wir die hier erstmal drin lassen. Aber ich glaube, die passt Ich ganz bin gut. gespannt. Ja, ich auch. Gut, aber jetzt kümmern wir uns erstmal um das Fenster, würde ich sagen. Genau.
Erstaunlich, wie viel da reinpasst. Ja, finde ich auch. Jetzt muss noch das Waschbecken weg und dann kann ich gleich die Armaturen und den Stepsel da auch wieder abbauen. Becken und alles ist weg. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das hier wieder ordentlich rauskriege, dass es auch ganz bleibt. Aber das haben wir ja bei dem anderen Doppelten ja auch schon hingekriegt. Da glaube ich mal, das wird nicht so problematisch werden hier. Na und? Wie sieht's aus? Schöner Ausblick auf den kahlen Garten. Wenn du da stehst, ist immer ein schöner Ausblick. Ja, danke. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by, it doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow. So, also ich muss schon sagen, was die früher überall hier an Bauschaum reingeknallt haben, das ist einfach nur abartig. Will you carry me like I am whole again? Wait, hold on. Put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on. Put me together, take me back where I belong. I want it all. Während Uwe schon mal mit dem Fenster beginnt, mache ich mich jetzt hier schon mal daran, die Platte von dem Waschtisch abzukriegen. Ich habe gerade mal so ein bisschen geguckt. Hier unten sind so eine dicken Schrauben drin. Und hier oben ist noch so eine Leiste mit so dünnen Schrauben. Da werde ich jetzt gleich mal gucken, wie gut ich die abkriege. Ich brauche jetzt noch einen Schlüssel für. Und dann müssen wir wahrscheinlich das Loch hier vorne, wo der Abfluss durchkommt, der ist bei dem neuen Waschbecken ein bisschen weiter drüben, müssen wir wahrscheinlich das Loch hier auch noch mal ein bisschen verändern. Jetzt haben wir folgendes Problem. Und zwar, wir hatten uns die, das hier bei dem Fenster extra gedacht, wir machen das ein bisschen kleiner. Da habe ich aber nicht mehr dran gedacht, bevor wir das jetzt angefangen haben einzubauen. Und ich habe mich gerade gewundert, verdammt, das Fenster ist zu klein. Ja, da der Plan war eigentlich ursprünglich, dass wir, oder ist immer noch, dass wir hier nämlich noch ein Stückchen aufmauern, dass die Fenster hier höher kommen, also genauso wie in der Küche dann, also der jetzigen Küche, und dass wir hier an der Seite noch ein Stückchen ranmauern. Das habe ich natürlich völlig verplant und da muss ich mir jetzt was einfallen lassen, wie ich das jetzt noch zügig hinkriege, damit wir da heute irgendwie noch das Fenster reinkriegen. Jetzt auf die richtige Höhe komme, passt perfekt so ein Hochkantstein. Also mache ich da jetzt im Prinzip wie eine Rollschicht und an der Seite muss ich ja auch noch einmal komplett nach oben, so dass der Fensterrahmen halt auch passt. Da werde ich dann wahrscheinlich jeden Stein einzeln verankern müssen, damit der mir nicht später irgendwann mal runterkommt. Aber mit den Hochkantsteinen geht es ja relativ flott. Ja, also Wasserwaage passt,
Jetzt kann ich die anderen Steine dazwischen reinschmeißen, immer im Versatz, und dann werden die Lücken aufgefüllt mit kleinen Münzsteinchen. Heute geht es ja an dem Fenster weiter, und zwar muss ich ja noch hier an den Seiten noch alles verputzen, und damit es wieder schick aussieht und wieder auch keinen Spalt mehr haben. Als erstes muss ich aber jetzt hier unten noch ein paar, nochmal zwei Schrauben setzen, damit es unten auch noch verankert ist, weil ich hier an der Seite nur eine Ankerschraube drin habe, also ein Ankerblech drin habe auf beiden Seiten, und damit es halt uns nicht mehr rausfallen kann, kommen jetzt hier unten noch zwei Schrauben durch, die dann direkt im Stein sind. Ja, also das als erstes, und dann rühre ich mir mal Mörtel an und mache das Ganze hier mal schick. Jetzt habe ich ein kleines Problem, und zwar mein Steinbohrer ist nicht lang genug, um halt die komplett zu versenken durch das Holz durch. Dementsprechend werde ich die von denen jetzt noch 3 cm abschneiden, dann halt die Spitze wieder ordentlich ausformen, und dann passen die auch noch sauber rein, dass die ordentlich versenkt sind. Normalerweise macht man das ja, dass man die vorher anzeichnet, die Löcher bohrt, dann einmal durchgeht, und dann kann man eigentlich mit einem langen Bohrer problemlos reingehen. Hat jetzt bei mir leider nicht geklappt, also muss ich die Schrauben kürzen. Also neben der Fenstereinbaut empfehle ich, holt euch so eine Kissen. Das ist wirklich weitaus besser zum Ausrichten und Fixieren, als das Ganze mit Keilen zu machen. Die Dinger sind noch nicht wirklich teuer, aber es ist auf jeden Fall jeden Cent wert. Das Fenster ist jetzt ringsrum erstmal grob eingeputzt, so dass es erstmal dicht ist. Die Fassade hier wird ja später sowieso nochmal ordentlich verputzt, deswegen habe ich das jetzt alles etwas rau gelassen, damit dann der endgültige Putz auf dem Rahmen, also auf dem jetzigen Putz, auch ordentlich hält. Hier unten muss ja dann auch noch eine Fensterbank hin. Ja, aber jetzt erstmal trocknen lassen, dann noch die bisschen Mörtelreste von dem Fensterrahmen wieder abmachen, und dann sollte das erstmal so reichen. So, ich bin heute mal draußen. Ich habe gerade Haare gewaschen, deswegen Handtuch auf den Kopf. Ich bewaffne mich jetzt mal mit dem Schleifgerät und werde jetzt die Platte vom Waschtisch nochmal abschleifen. Der Bootslack, den ich hierfür benutzen wollte, der ist auch gestern angekommen. Das heißt, ich kann heute fleißig lackieren. Ich werde mir auch gleich mal noch ein Brett schnappen von den alten Dielen, dass ich gleich noch einen
Fensterbrett machen kann für unser neues schönes Fenster. Und dann kann ich das auch gleich noch mit Bootslack lackieren. Und dann sollte das eigentlich wasserfest genug sein, dass wir nicht ständig irgendwelche Wasserringe darauf haben. Hier sieht man auch noch mal richtig schön, wie ungünstig das hier aussieht. Da stand immer, wie gesagt, unser Zahnputzbehälter. Und hier, man merkt es auch beim Drüberfassen, hier ist es richtig schön glatt und hier wird es richtig rau. Also, ja, gucke ich jetzt mal. Ich habe jetzt eine 180er Schleifscheibe drauf. Jetzt muss ich mal gucken, ob die reicht. Ansonsten habe ich ja auch noch eine 80er, die ich nehmen könnte. Und dann probiere ich mal. Ich muss ja vom Prinzip her bloß so weit runterschleifen, dass die Flecken weg sind und dass es so ein bisschen angeschliffen ist, damit es vorbereitet ist für den Bootslack. So, ich habe jetzt einmal nochmal das ganze Brett feucht abgewischt, um nochmal zu gucken. So, ich sehe gerade, hier ist auch noch ein, zwei Stellen. Ein paar Wasserflecken waren noch, die habe ich mit dem 180er nicht weggekriegt. Und man sieht hier auch noch schön, wie die alte Beschichtung sozusagen hier ist auch noch so ein bisschen zukleistert. Aber es hielt sich in Grenzen. Ich habe dann nochmal mit dem 80er ein bisschen drüber geschliffen. Hier vorne war auch nochmal so eine Stelle. Ich lasse es jetzt nochmal ganz kurz antrocknen, werde nochmal mit dem 180er dann rüber gehen, mit einem sauberen, dass die Stellen, die ich jetzt mit dem 80er gemacht habe, da merkt man auch richtig den Unterschied hier, dass es hier kratziger ist. Da werde ich jetzt nochmal drüber gehen und dann schnappe ich mir mal ein Brett fürs Fensterbrett, schleife das und dann kommt der Bootslack zum Einsatz. So, das Brett ist jetzt ordentlich abgeschliffen und Uwe nimmt das gleich in die Werkstatt und schneidet mir das zurecht. Genau. Denn ich kann weder messen noch gerade schneiden. Ja, und da habe ich eine schöne Tischkreissäge und dann kriege ich das da sauber mit hin. Das heißt, ich kann mich schon mal um das da kümmern und mein Akku ist gleich alle, deswegen muss ich schneller reden. Also werde ich jetzt mal den Bootslack ausprobieren. Diesmal habe ich hier diesen Bootslack von Bondex. Da muss man auch nicht elendig lange grundieren und weiß ja geil, was alles vorher. Sondern das reicht, den aufzutragen. Staubtrocken nach 4 Stunden, überstreichbar nach 24 Stunden. Und hier steht auch 2 bis 3 Mal auftragen. Das heißt, heute und morgen werde ich auf jeden Fall, also 2 Mal werde ich bei der Platte 3 Mal werde ich es machen. Und bei dem Fensterbrett werde ich auch bloß 2 Mal, da kommt ja jetzt nicht ständig Wasser drauf. Den Pinsel habe ich mir jetzt erstmal wieder in Folie eingewickelt, damit ich den morgen benutzen kann, ohne dass ich den jetzt extra ausspülen muss. Und dann gucken wir mal, in 4 Stunden müsste es jetzt soweit sein, dass ich die dann hier wegräumen kann und dann gucken wir mal morgen wegen der nächsten Schicht. Ich warte jetzt gerade noch darauf, dass mein Lehm schön durchzieht. Ich habe mir gerade noch einen angemischt, damit ich das Fenster schon mal weiter verputzen kann von innen. Und da ist mir eingefallen, ich habe noch Wintersteckzwiebeln und noch ein paar Blumenzwiebeln, die noch in die Erde müssen. Ich weiß, ich bin ganz schön spät dran, aber für alle, die auch das immer vor sich hergeschoben haben, jetzt ist noch der letzte Zeitpunkt so ziemlich, wo das noch in die Erde kann. Denn bald wird es ja wieder so kalt, dass man da auch in den Boden vielleicht nicht mehr gut reinkommt. Gut, jetzt muss ich mir erstmal überlegen, wo alles hin soll. Ich habe auf jeden Fall vorne am Ahorn mir gedacht, dass man da vielleicht noch ein paar kleine Hyazinthen habe ich, glaube ich, Traubenhyazinthen, die noch rein können. Da komme ich dann auf jeden Fall nicht in die Verlegenheit, dass ich aus Versehen im Frühling dann anfange, irgendwas auszubuddeln, weil ich was anderes hinpflanzen möchte. Und die Steckzwiebeln kommen, glaube ich, dieses Mal dahin, wo letztes Jahr die Gurken waren. Ja, ich weiß gar nicht, ob man im Zeitraffer jetzt überhaupt was gut sieht. Aber ich habe jetzt hier unten die Stelle erstmal gemacht. Hier war ja so eine ganz gerade Kante, wo vorher das Fensterbrett drauf lag. Die habe ich so ein bisschen eingekerbt nochmal, dass der Verbund besser ist und ordentlich eingewässert. Und jetzt lasse ich das hier erstmal schön trocknen bis morgen.
Hier an den Seiten musste ich jetzt noch mal ein bisschen Dämmung reinmachen, denn die Spalten sind so groß, dass Uwe aus Versehen den Mörtel quasi durchgeschossen hat. Deswegen kann ich jetzt hier an den Seiten erstmal noch nicht weitermachen. Ich habe aber hier schon mal, da sind so Stellen, wo die Steine wirklich so tief, also wo so richtig tiefe Dellen so drin sind, die habe ich jetzt schon mal so ein bisschen angeworfen, damit die schon mal antrocknen können und die Schichtstärke quasi dann nicht mit einmal so doll ist. Und ja, dann werde ich jetzt erstmal warten, bis Uwe fertig ist, damit die Dämmung dann wieder raus kann. Und dann kann es hier an den Seiten weitergehen. Ja, gestern ist noch was angekommen und ich werde das jetzt mit Uwe zusammen auspacken. Mhm. Ich bin schon sehr gespannt. Es ist ein Paket aus Polen, also wisst ihr Bescheid. Es ist hoffentlich das Waschbecken. Na, bist du schon genauso gespannt wie ich? Aufschnippeln. Ja. Doch bevor wir das Ganze auspacken, möchte ich euch noch kurz zeigen, wie das Waschbecken entstanden ist. Denn Dorota von dem Shop Decornia hat mir ganz netterweise ein paar Clips zugeschickt, wie das Ganze passiert. Und ich dachte mir, ich finde das bestimmt genauso spannend wie wir und wollte das natürlich auch noch mit euch teilen. Es ist grün. Sehr cool. Schick. Heute geht's weiter und zwar wird heute hier das neue Fenster eingebaut. Yay. Ja, genau. Und dann, wenn wir es schaffen, vielleicht nächste Woche noch auf der anderen Seite. Ja, aber das seht ihr dann erst später. Dann haben wir alle Fenster endlich getauscht. Ja, jetzt machen wir das gleiche wie beim anderen Fenster auch. Unten müssen wir 20 cm wieder aufmauern. Vorher muss das ganze Fenster raus. Und damit lege ich jetzt mal los. Gut, das heißt, ich brauche heute den Kamin nicht anmachen? Nee, erstmal nicht. Also, aber du könntest hier ein bisschen Sachen wegräumen. Ja, ich bin gerade dabei, den Geschirrspüler auszubauen. Ja, perfekt. Ja, gut, na dann, fangen wir mal an. Genau. So ein Fenster auszubauen ist ziemlich einfach. Und zwar ist hier oben im Prinzip einfach nur ein Stift. Der hat hier oben einen Federring drin. Und der Stift muss einfach nur nach unten rausgeschoben werden. Und dann kann man das ganze Fenster im Prinzip rausheben, weil hier unten ist es halt bloß eingehakt, also eingesteckt. Gut ist halt auch noch, dass hier bei den neueren Fenstern, bei alten Fenstern hat man da ein bisschen Problem, aber bei den neuen bleibt dieser Stift halt unten auch hängen, weil da auch nochmal ein Ring ist. Und in dem Augenblick, wo der aber dann hier unten angekommen ist, kann das dann auch eigentlich nicht mehr rausfallen, solange es zu ist. Und sobald man es jetzt eröffnet, kann man das Fenster halt einfach rausnehmen.
Als nächstes müssen die Schrauben raus. Die Schrauben sind hier im Mauerwerk festgemacht. Das sind Steinschrauben. Das heißt, dass da kein Dübel drin ist, sondern nur ein Loch im Stein vorgebohrt wird und die dann da drin halt Bomben festhalten. Mal gucken, ob ich sie ordentlich rauskriege. Ja, beim Bart war ja eine fest. Ja, genau. Da musste man die abflexen, weil die partout nicht rausgehen wollte. Mhm. Diesmal werde ich einen Schlagschrauber nehmen. Damit hat er ein bisschen mehr Power. Gut, dann mach das mal. Es war ja klar, eine Schraube lässt sich mal wieder überhaupt nicht bewegen. Also Flex ran und Schraube rausschneiden. Fenster ist drin und sieht gut aus. Ja. Ja, sehr schön. Ja. Gut. Ja, also wie ihr seht, ich muss die unten dann doch nochmal anders mauern. Und zwar ist dieses Fenster, die Fensteröffnung hier tatsächlich kleiner als auf der anderen Seite und dementsprechend hatte das Fenster nicht mehr so richtig reingepasst. Ja, musste ich unten nochmal die ganze Rollschicht abmachen und dann konnte ich aber mit einer etwas dickeren Mörtelschicht gerade so das ausrichten und habe jetzt wieder eine gerade Kante unten. Komprimant ist unten auch ordentlich drin. Das schließt jetzt so schön alles ab. Jetzt hänge ich noch das Fenster ein und dann bin ich fertig für heute. Kann ich endlich arbeiten fahren. So. Sag mal, Uwe, warum ist denn da plötzlich alles so weggeräumt? Ja, sieht gut aus, ne? Ja, heute geht es an das Fenster hier. Das kommt ja auch noch raus. Das neue Fenster ist breiter, haben wir extra so geplant. Und zwar müssen wir, hatte ich ja hier früher schon mal aufgemauert, damit das alte wieder reingepasst hat. Das muss ich jetzt alles wieder wegnehmen, die ganzen Ziegel, und dann sollte das Fenster eigentlich ziemlich genau einpassen. Genau, also wir hatten damals extra die Porotonwand bis dahin gemacht, weil wir wussten, dass wir ein breiteres Fenster haben wollten. Richtig. Aber genau, da hatten wir eben noch nicht das neue Fenster. Genau, jetzt holen wir erstmal das neue Fenster rein und dann kommen die alten raus in die Außenküche, dann sind sie uns wenigstens aus dem Weg hier drin. Genau. Und dann kann es losgehen. Also das Fenster habe ich wirklich bombenfest eingeputzt. Das kriege ich jetzt erstmal nicht so raus, also muss ich jetzt anfangen und erstmal von der Seite raus, also den ganzen Mauerwerk da rausnehmen und dann hoffen, dass ich es dann ordentlich rauskriege.
Wie ihr gesehen habt, wir haben jetzt uns endlich dazu durchgerungen, beziehungsweise ich, endlich alle Fenster einzubauen. Ich auch ganz froh. Ich mache jetzt drei Kreuze. Ich brauche jetzt erstmal kein Fenster mehr einbauen. Alle drinnen. Ja. Und jetzt geht es nur noch an die Verputzarbeiten. Das kann ich dann aber immer mal zwischendurch machen. Hm. Und genau. Ja, weil wir hatten eigentlich überlegt, quasi, dass Uwe nächste Woche nochmal sich einen Tag nimmt. Aber wir wissen ja jetzt auch nicht, wie sich das wettertechnisch alles immer entwickelt. Ja, genau. Also aktuell kann man wirklich nur von Tag zu Tag arbeiten. Ja, also eigentlich wollte Uwe es gestern machen, dann hieß es aber plötzlich doch Regen. Dann hat es aber doch nicht geregnet. Also hätten wir es gestern auch machen können. Und ja, also genau, jetzt ist es drin. Wir sind glücklich und ja. Genau. Und im Bad geht es natürlich jetzt so ein bisschen weiter, aber ich muss jetzt natürlich auch erstmal schauen, dass ich alles noch eingeputzt kriege. Denn wenn es wieder zu kalt ist, dann ist es wieder sehr unangenehm, mit dem Lehm zu arbeiten. Dann kriegt man auch mal so kalte Pfoten davon. Ja. Und wir brauchen natürlich auch irgendwann mal wieder einen Waschtisch und ein Waschbecken im Bad. Ja, also wie ihr seht, die nächsten Videos sind auf jeden Fall gesichert bis Weihnachten. Da haben wir, wir haben noch ein paar schöne Sachen überlegt. Und ich hatte ja letztes Mal gesagt, dass es eigentlich ganz cool wäre, wenn wir zu Weihnachten das Bad fertig kriegen würden. Aber ich glaube, das macht zu viel Stress für uns vor Weihnachten jetzt noch. Wir machen einfach, wie wir Lust haben. Wir haben da noch so viele Baustellen offen, wie wir jetzt so festgestellt haben. Ich glaube, so wichtig sind dann die Details auch nicht, dass man die jetzt unbedingt noch vor Weihnachten sich noch ans Bein binden muss. Genau. Ja. Genau. Gut. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vergesst nicht einen Daumen hoch und ein Abo, falls ihr noch nicht gemacht habt. Genau. Und dann hoffe ich, wir sehen uns nächste Woche wieder. Genau. Schauen wir mal, was wir alles geschafft kriegen am Wochenende. Tschüss. Tschüss.